So. Nee. So, das ganze Zeug ist jetzt hier komplett. Sind komplett eingesperrt. Wir haben jetzt keine Chance mehr auf Supply oder irgendetwas. Das heißt, jetzt müsste ich es haben. Stärkste ist noch das da hinten, ja. Sonst ist da wirklich nichts mehr stark. Ja, natürlich kriege ich noch mal einen Schaden. Von einer, die wo komplett unter Supply-Mangel steht. Killt ihn einfach nicht, ne? Er killt ihn aber auch einfach nicht dann. Versorgung ist komplett weg, also Versorgung ist komplett weg. Kollege, wie du noch Angriffe führst, das ist echt mir ein Rätsel. Gut, wir können die Artillerie hier hochziehen. Okay. Auch raus.
Okay. Warum fährst du, Idiot, da rein, wenn ich dich da hinschicke? Warum fährst du da so rein? Unfassbar. Ey, meine Einheiten sind dumm. Meine Einheiten sind einfach dumm. Komm, fahr doch einfach da lang. Warum fährst du da oben lang? Fahr da. Es ist unfassbar, was die für Wege fahren. Einfach dumm. Das ist jetzt hier kein Problem. Die sind einfach. Die sind Futter. Punkt. Hat das mit den Einkesseln zu tun gehabt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay. Ja, okay. Das hätte man, glaube ich, eleganter lösen können, gehe ich mal von aus. Also es ist echt krass, wie die Einheiten, was die für eine Fahrweise haben. Noch eine Einheit. Jo. Wird echt teuer, das alles zu reparieren. Warte, bei den Italienern. Sieg. Ketzen sie alle feindlichen Einheiten ein. Jupp, das hat geklappt. Es geht also nur eine Variante. Okay. Die Frage ist, was für eine Variante ist besser? Das müsste ich dann in anderen Mission mir mal angucken. Bei dem einen kriegst du Ressourcen. Schön und gut. Bei dem anderen kriegst du halt die Information, ne? Wenn es uns gelingt, die letzten überlebenden Einheiten der Briten von ihren Versorgungsquellen abzuschneiden, werden sie sich ergeben. Dabei werden sie uns sicher geheime Informationen über die feindlichen Verteidigungsstellungen in Kairo und den Häfen fallen. Das heißt, wir kriegen dann hier Informationen über geheime Verteidigungsstellen. Ja.
Das müsst ihr mal testen, würde ich fast sagen. Also ich habe jetzt nicht alle gekillt, aber es geht also nur eine Variante. Das sollte man vielleicht auch dazu schreiben. Es war mir so fast wieder klar, dass da sowas kommt. Das war mir mal wieder so vollkommen klar, dass da wieder irgend so eine Nummer da läuft. So, wir sind immer noch in 42, deswegen wir haben 9 Punkte. Ja, dann machen wir das jetzt hier. Und bei den Italienern machen wir das jetzt mit dem Tank. Also es ist echt bei dem mit der Luftwaffe ein einziges Desaster. Ja, es wäre eine Überlegung bei denen, aber ich denke, das nächste wird wohl die Kriegswirtschaft sein. Ich weiß es halt nicht, ob das bei den Italienern was bringt, groß. Ich weiß es echt nicht. Die Frage ist jetzt, was ist jetzt hier besser? Alle Einheiten einkreisen oder alles killen? Das ist halt jetzt so die Frage der Frage. Du kannst halt echt nur eins machen. Das, ja. Deswegen ist es halt, ja. Also ich habe eigentlich gedacht, dass es in diese britischen Einheiten da in der Mitte geht. Dass man die dann da einkesseln, weil das waren die einzigen britischen Einheiten, wo ich gesehen habe, bis die noch ganz rechts. Deswegen ist das jetzt sehr überraschend. Ja, ich gucke, was da eine bessere Variante ist und Geheimdienstinformation. Das muss ich halt testen. Vorerst bleibt das hier jetzt mal so, das ist okay. Und dann werden wir sehen. Ich muss mir dann mal die Unterschiede angucken. Okay, das war's von dem Part. Bis dann und ciao.